Moin! Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Ich glaube, das ist jetzt Nummer 12. Im letzten Vlog habe ich ja aufgehört und hatte erzählt, dass ich am Ackerbohnen hacken bin. Und genau das mache ich hier gerade. Wie ihr seht, die Ackerbohne, die ist noch ziemlich klein. Der Bestand sieht auch lückig aus. Hier waren Kraniche unterwegs. Dementsprechend habe ich auch, das werdet ihr hier nicht sehen. Ach, vielleicht seht ihr das sogar. Da vorne habe ich einen Fuchs. Und da habe ich auch einen Fuchs. Irgendwo da. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera gut erkennen kann. Den muss man einmal die Woche mindestens umstellen, sonst checkt der Kranich das, dass das nur Attrappe ist. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit runter und zeige ich euch mal, dass, wie lückig der Bestand hier aussieht. Das ist aber teilweise vielleicht auch unserer Drillmaschine zu schulden. Wir haben ja eine pneumatische und die haut durch die Schläuche manchmal ein paar Ackerbohnen zu viel raus, dann sind ein paar doppelt besetzt, dann ist mal wieder eine Leerstelle. Und das meine ich hier zum Beispiel, hier haben wir Leerstellen, hier könnte noch eine sein, hier haben wir eine große Leerstelle. Da vorne wird der Bestand besser. Und ja, es ist wie beim Haferhacken, ich kann nur sehr langsam fahren. Ich fahre mit 2,5 bis maximal 3 km/h. Da vorne werde ich vielleicht ein bisschen schneller fahren können. Einfach weil die Bohne noch nicht wirklich weit ist. Aber hier macht das Hacken sehr viel Spaß tatsächlich, weil wenn ihr seht, ist einiges an Kraut dazwischen. Und wenn ich jetzt hier bei mir nach meinem Gehackten gucke, das ist halt alles locker. Ne? Hier ist ja, hier in der Reihe läuft dann der Striegel, da können wir gleich mal gucken. Ja, ein bisschen was hängt hier natürlich noch. Den Striegel kann ich auch nicht allzu doll einstellen. Ja, in der Reihe ist tatsächlich noch relativ viel. Den Striegel kann ich auch nicht allzu doll einstellen, weil halt einfach die Ackerbohne sonst in Mitleidenschaft gezogen wird. So, das Problem ist aber auch, wir haben ja Freitag heute. Jetzt ist nächste Woche volle Pulle Regen angesagt. Das hier ist ein Standort, dort vorne haben wir einen Graben. Hier war ich auch am Blindstriegeln, da hatte ich euch auch mitgenommen. Und ja, das ist einfach ein nasserer Standort. Wenn das hier jetzt nächste Woche raufregnen würde, dann würden wir hier überhaupt nicht mehr hinkommen. Ja, das wollen wir vermeiden. So, jetzt sind wir hier gerade angekommen. Ich glaube nicht, dass ihr das so genau sehen könnt, aber direkt hier vorne, da sitzt meine andere Fuchsattrappe. Und ja, die setzen wir mal eben schnell um. Ja, ist ganz schön windig hier heute. Um den Fuchs verstellen zu können, brauche ich den Hammer. Weil der nämlich in so einem, ja, Holzpfahl quasi reingesteckt wird. So sieht der Gute aus. Und damit tricksen wir den Kranich nämlich aus. Der denkt sich jetzt, warte mal, der Fuchs, der steht ja ganz woanders, als er letzte Woche stand. Und dann lassen die unsere Ackerbohnen hier wieder weiter in Ruhe. Hier war ich jetzt gerade schon mit der Hacke. Deswegen kann ich den hier gut reinsetzen. Jetzt hat der Fuchs eine neue Stelle. Und dann haben wir auch die Hoffnung, dass das weiterhin alles gut geht hier. Ich bin hier jetzt fast fertig auf der Fläche. Hier noch einmal hoch. Und dann quasi hier noch diesen kleinen Keil. Und danach geht es wieder in den Hafer. Der ist nämlich schon deutlich weiter. Ich habe noch 2 Haferflächen. Insgesamt sollten das um die 10 Hektar sein. Ja, jetzt heute ist ja Freitag. Morgen fahre ich Wochenende weg. Da muss mein Vater noch ein bisschen hacken. Aber eigentlich ist der Plan, dass wir das bis nächste Woche alles fertig haben. Deswegen immer lang hin. Aber mal gucken. Wahrscheinlich werde ich dann da beim Hafer gar nicht mehr groß was zu sagen. Da haben wir jetzt genug gesehen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich da trotzdem irgendwie einfach nochmal wieder was filmen soll, euch nochmal zeigen soll, wie das in den anderen Stadien aussieht. Das ist aber immer noch der erste Hackdurchgang. Beim zweiten nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ja, moin. So, wir haben Samstag. Knapp Vormittag. Ich bin hier heute nach ein bisschen Regen wieder am Haferhacken. Könnt ihr auch sehen, was ich hier mache. Also es waren eigentlich 10 mm Regen angesagt. Dementsprechend dachten wir, dass es Ende im Gelände ist. Mit dem Hacken erstmal. Aber es kam nur einer. Hier haben wir sowieso einen Sandstandort. Das heißt, das bisschen Regen macht da auch nicht wirklich was aus. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich bin fast fertig mit der Fläche. Wir können ja mal einmal ein bisschen runtergehen. Ich finde auch immer... Was habe ich denn da gemacht? Also ich finde auch immer, dass so eine Haferfläche
wirklich schön aussieht, wenn man die gehackt hat. Es ist wie, als wenn du schön mit dem Kamm rüber gehst. Und jetzt, wenn man bei uns in ein Feld mal reinfährt, zum Ort hin, da haben wir links und rechts alles Hafer und das sieht alles so richtig schön gekämmt aus. Hier ist der Hafer auch schon deutlich weiter, wie ihr erkennen könnt. Dementsprechend kann ich hier auch richtig schnell fahren. Ich fahre jetzt gerade knappe 5,3 km/h. Und dadurch kann ich hier nämlich auch gleich einen Damm ranschmeißen. Und der Striegel zieht das zwar ein bisschen glatt wieder. Und durch diesen Damm ersticke ich das ganze Kraut in der Reihe. Und der Striegel zieht es halt zusätzlich nochmal ein bisschen raus. Also es ist so ein doppelter Effekt. Dadurch, dass ich jetzt hier so schnell fahren kann, haben wir quasi auch gleich den Punkt, den wir bei dem zweiten und dritten Hackdurchgang, vor allen Dingen beim dritten Hackdurchgang machen. Da lassen wir nämlich den Striegel weg. Da fahren wir mit knappen 8 km/h durch und schmeißen so einen richtigen Damm. Ich kann euch das ja mal zeigen, wie das aussieht zwischen Hacke und Striegel. Da ist der Damm nochmal ein bisschen mehr. Hier könnt ihr aber auch sehen, das Kraut in der Reihe ist alles noch da. Hier teilweise ist sogar noch ein bisschen mehr. Da gucken wir mal hinter den Striegel. Wie ihr hier erkennen könnt, zieht der Striegel das alles aber tatsächlich doch noch ziemlich gut raus. Hier hinten haben wir dann okay, noch ein bisschen was in der Reihe. Aber das sollte durch den Damm, den wir da ranwerfen, eigentlich ersticken. So, ich fahre hier jetzt noch dreimal hoch runter. Dann fahre ich nach Hause. Um 11 Uhr kommt nämlich LKW Kartoffeln laden. Und dann ist für mich das Wochenende. Mein Vater hackt dann noch die letzte Haferfläche. Dann sind wir mit dem ersten Hackdurchgang im Hafer fertig. Und ich werde mich dann erst Montag wieder melden. Sonntag machen wir jetzt mal einmal gar nichts. Und wie ihr seht, das sieht auf die ganze Zeit ein bisschen bewölkt aus. Also heute ist eigentlich auch noch mal ein bisschen Regen angesagt. Alles klar, dann sehen wir uns Montag. Bis dahin. Moin, da sind wir in der neuen Woche. Wir haben heute Montag bei traumhaft schönem Wetter. Die Sonne scheint und ich bin am Ackerbohnen hacken. Christopher ist zu Hause noch weiter am Gülle fahren bzw. Substrat fahren, Gärrest fahren. Und Carsten ist noch weiter gewesen mit dem Häufler in Kartoffeln. Ansonsten geht es heute auch los mit Maislegen bei uns. Der Lohner war gestern Abend am Sonntag um, ich glaube um 10:30 kam er noch. Da haben wir die Maschine einmal voll gemacht mit elementarem Schwefel. Der ist im Biobereich zugelassen und mit unserem Maissaatgut. Ja, der ist heute Morgen früh gleich um, ich glaube, 6 Uhr gestartet. Deswegen kam er gestern auch noch so spät, damit er alles schon mal vorbereiten kann. Also jetzt brauche ich mal einmal beide Hände. Ich packe euch hier mal hin. Könnt ihr einmal gucken. Hier vorne bin ich am Vorgewende angekommen. Ich hebe jetzt die Hacke vorne aus. Und hier am Vorgewende wird halt deutlich mehr gedreht. Dementsprechend ist der Boden hier auch härter und ich musste noch langsamer fahren. Da es teilweise auch vorkommen kann, dass ich einzelne Brocken von der Erde richtig löse, wo die Ackerbohne noch drinne hängt. Das ist hier in der Reihe zum Glück ein bisschen besser. Auch wenn ich jetzt hier bei meinem Nachbarn auf dem Feld sehe, der hat, ich weiß nicht, ob er gekreiselt hat oder gefräst, aber sein Saatbett, das sieht noch mal deutlich besser aus. Der kriegt das hier auch richtig gut hin. Dementsprechend habe ich wahrscheinlich so den Plan, dass wir uns das so ein bisschen abgucken und vielleicht auch nächstes Jahr bei unseren Sommerungen, die wir hacken, mit einer Kreiselecke vorweg noch mal zu arbeiten. Wir machen ja Winterfurche und dementsprechend ist das immer ein bisschen grobklutiger. Bis jetzt haben wir uns immer noch auf die Scheibenegge, die bei unserer Drillmaschine dran ist, verlassen, aber so 100% zufrieden bin ich hier nicht. Hier im Schlag fahre ich jetzt so zwischen 3 und 3,5 km/h. Jetzt gerade 3,3, einfach damit ich hier auch ein bisschen Fläche schaffe. Ich habe hier insgesamt 24 Hektar, die will ich eigentlich in 2 Tagen schaffen. Und mit 2 km/h, das was ich hier am Vorgewende hatte, da kommt man leider nicht wirklich weit mit. Hier haben wir jetzt auch schon einen Teil der Fläche, wo auch gar nicht mehr so viel Kraut steht. Das Kraut ist hier lange nicht so weit, dass es den Boden bedecken würde. Aber vorhin waren schon ein paar Ecken, wo ziemlich viel Kraut in der Reihe war. Was auch sehr zum Vorteil ist, ist das Wetter. Die Sonne, wie ich ja schon meinte, scheint. Dadurch ist alles ein bisschen wärmer. Auch die Ackerbohne an sich ist wärmer. Dadurch ist sie auch flexibler. Mein Striegel, den ich hier hinter mir herlaufen lasse, der geht ja auch in der Reihe rein. Also der geht ja auch in Kontakt mit meiner Ackerbohne.
jetzt hebe ich hier gerade vorne aus, deswegen halte ich wieder an. Und dementsprechend ist das ein großer Vorteil, dass es gerade schön warm ist und die Ackerbohne ein bisschen elastisch und auch ein bisschen mehr belastbar ist. So, ich bin hier jetzt mal am Vorgewende. Gedacht, ich zeige euch mal diese ganzen groben Kluten, wie sie hier sind. Das hier ist halt richtig harte Erde und vereinzelt ist dann auch mal ein Klumpen, wo hier eine Ackerbohne mit drinne hängt. Sehe ich hier vorne jetzt gerade zum Glück nicht. Hier kommt mal ein bisschen was mit raus. Das lässt sich aber nicht 100% vermeiden. Im Großen und Ganzen sieht das hier aber schon schön aus auf der Fläche. Also es ist relativ sauber alles, bis auf so ein, zwei kleine Ecken. Die Ackerbohne sieht gesund aus, hat eine schöne Farbe. Durch das Belüften des Bodens wird die jetzt auch demnächst wieder einen ordentlichen Wachstumsschub machen. Mittwoch ist nochmal Regen angesagt, deswegen auch in den nächsten zwei Tagen. Montag, Dienstag will ich hier fertig sein, dass es dann Mittwoch hier ein bisschen raufregnen kann und dann sollte die richtiges Wachstum-Power kriegen. Und jetzt könnt ihr hier den genauen Vergleich sehen. Links gehackt, rechts noch nicht gehackt. Hier habe ich ein bisschen schön feuchte Erde hoch, alles ein bisschen durchgelüftet. Und hier, wo ich noch nicht war, haben wir wieder einiges an Kraut drin. Wie gesagt, das ist jetzt eher ein Vergleich auf der Fläche, wo es ein bisschen schlimmer aussieht. Da habe ich hier in der Mitte so ein kleines Feld. Nächste Bahn könnt ihr gleich schon mal sehen. Hier sieht es gleich schon wieder besser aus. Ist natürlich auch immer noch ein bisschen Kraut, aber lange nicht so viel wie da. Ich muss auch sagen, ich verstehe nicht genau, warum hier ein Streifen ist, wo deutlich mehr Kraut ist. Es kann ja eigentlich nur, denke ich mir, sein, dass hier ein bisschen rumgeschmiert wurde. Nicht unbedingt beim Drillen, aber vielleicht bei vorherigen Arbeiten. Und ja, da hat man dann immer ein bisschen mehr Krautdruck, wenn man rumschmiert und danach irgendwie ja, die Fläche bestellt hat. Man kann beim ersten Hackdurchgang eigentlich kulturübergreifend immer das Gleiche sagen. Dass man eher langsamer fahren muss, einmal der Pflanze ein bisschen Power gibt, die Hackschare möglichst flach, so tief wie nötig, so flach wie möglich. Hier muss ich jetzt ein bisschen tiefer als beim Hafer bei unserem Sandboden, weil ich sonst einfach nicht diese Bodenkruste breche. Und wenn ich nur drüber schlurfe, habe ich vorhin geguckt, dann bleibt noch zu viel Kraut drin hängen. Und genauso ist es dann auch beim Striegel, den ein bisschen weicher einstellen. Vielleicht könnte ich noch einen Ticken härter, aber das bringt hier auf diesem Boden dann eh nichts. Bis ich dann da auch wirklich in der Reihe die Kruste mit dem Striegel brechen sollte, dann würde ich der Ackerbohne auch zu dolle wehtun. So. Und damit moin. Heute ist Dienstag. Ich habe ja gesagt, heute zeige ich euch noch einmal, wie wir die Kartoffeln anhäufeln. Circa ja, 1,5 bis 2 Wochen, nachdem wir sie gepflanzt haben. Und das hat einfach den Grund, dass wir die Keime von den Beikräutern, die auf dem Damm wachsen, ersticken wollen. Hier, ihr seht, Carsten hat das alles schon fertig. Das ist das letzte Vorgewende der Kartoffeln, die noch gehäufelt werden müssen. Ich habe es vorher nicht geschafft. Und ja, heute bin ich mit meinem Auto extra noch mal schnell, bevor ich nach Schreyan fahre, zum Hacken hier vorbei. Auf jeden Fall könnt ihr hier die ganzen Kräuter erkennen. Hauptsächlich wird das Melde sein, was hier alles auf dem Damm wächst. Und nachdem Carsten rübergefahren ist, das Prinzip ist, er nimmt hier schön Erde zwischen und neben dem Damm und schmeißt sie oben rauf. Diese kleine Wulz hat den Effekt, dass wenn es regnet, sich ein bisschen Wasser hier drauf sammelt und schön in den Damm einsinkt oder einsickert und nicht alles zwischen den Dämmen ist. Wenn wir hier ein bisschen Kraut sehen, das ist alles lose. Wir können mal einmal gucken, wie weit die Kartoffeln hier sind. Wenn ich hier budde, könnt ihr auch die ganzen kleinen Härchen hier sehen von den Keimlingen. Und die werden alle schön erstickt. Die ersten Keimansätze können wir sehen. Das waren hier Kartoffeln, die waren nicht extra vorgekeimt. Leider war ich nicht hier, als gepflanzt wurde. Das wäre jetzt noch interessanter, wenn ich euch eine Fläche zeigen könnte. In Trebel, da wo ich auch dabei war zum Pflanzen.
Hier ist es wichtig, dass das Vorgewinde zum Schluss gemacht wird, weil, wie ihr ja seht, wird die ganze Zeit immer, wenn man außer Reihe rauskommt, über das Vorgewende gefahren. Die Dämme sind teilweise ziemlich mitgenommen. Carsten fährt dann am Schluss übers Vorgewende, macht das auch nochmal schön schier. Und anschließend warten wir jetzt noch eine Woche und dann fahren wir hier mit dem Striegel rein. Mit dem gleichen Striegel, mit dem ich auch geblindstriegelt habe, mit dem ich den Hafer gestriegelt habe, den Weizen, den Dinkel, mit dem 12 Meter Trefflerstriegel, der ganz gerne mal kaputt geht. Das hat dann quasi den Effekt, dass wir hier jetzt wieder das Kraut drauf wachsen lassen ein bisschen. Bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Und dann mit dem Striegel ziehen wir das Ganze wieder runter. Dadurch ist die Knolle dann auch wieder, hat weniger Erde über sich und die Temperatur im Boden steigt auch schneller an. Das heißt, die Knolle wächst schneller. So, hier könnt ihr jetzt noch mal genau erkennen, wie der Käufler die Erde von links und rechts neben dem Damm sammelt und auf dem Damm raufdrückt. So, Carsten fährt jetzt hier noch die letzten zwei Bahnen am Vorgewinde und für mich geht es jetzt weiter nach Schreyan zum Ackerbodenhacken. Also bis dahin. Und da bin ich beim Ackerbodenhacken. Aber eigentlich schon fertig mit dem Tag heute. Das ist meine dritte Fläche jetzt. Eine Fläche habe ich noch für morgen. Und ja, viel ist heute nicht passiert. Dementsprechend habe ich auch gar nicht die Kamera rausgeholt, außer um mich hier zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzugucken. Könnt gerne ein Abo da lassen, Like. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder, wenn es wieder heißt. Huch, was habe ich denn da gemacht?